Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ich beziehe mich, wie mein Vorredner, auf den Bericht des Rechnungshofs zur Tabakmonopolverwaltungs GmbH und zu dem Solidaritäts- und Strukturfonds, die im Zeitraum von 2011 bis 2015 geprüft wurden. Die Tabakmonopolverwaltung ist nicht nur für den Einzelhandel von Tabakwaren zuständig, sondern sie hat auch eine sozialpolitische Aufgabe, nämlich möglichst vielen Vorzugsberechtigten, das sind Menschen mit Behinderungen, eine wirtschaftliche Existenz als Tabaktrafikant zu ermöglichen. Das hat historische Gründe. Kaiser Josef II. Hat im Jahr 1784 schon das Tabakmonopol erlassen. Von Beginn an wurden Kriegsinvaliden, Soldatenwitwen und schuldlos verarmten Beamten Trafikantenstellen zugesprochen, dass sie selbst für ihr Einkommen sorgen konnten. Besonders nach den Kriegen war das wichtig, um Kriegsversehrten eine gesicherte Existenz zu ermöglichen. Auch heute noch werden Menschen mit Behinderungen bei der Vergabe bevorzugt. Die Trafikantenstellen werden auf Lebenszeit vergeben. Es sind aber auch Angehörige, die einen gesetzlichen Anspruch haben, in die Tabaktrafik einzutreten und diese weiterzuführen. Eben dieses Recht empfahl der Rechnungshof zugunsten von Menschen mit Behinderung einzuschränken. Denn es wurden 2/3 der vergebenen Tabakfachgeschäfte dann von Angehörigen weitergeführt und das ist nicht die Idee der Sache. Die Geschäftsführung der Monopolverwaltung bemüht sich, dieser Empfehlung zu entsprechen. Aber das ist gar nicht so leicht. Denn Trafiken mit Erträgen von unter 80.000 Euro im Jahr sind wenig rentabel und bei solchen Ausschreibungen meldet sich auch kaum ein Interessent. Und deshalb ist gerade hier die freihändige Vergabemöglichkeit wichtig. Es gibt ja immer weniger Tabaktrafiken. Wir haben schon gehört, es wurden 853 im Prüfungszeitraum geschlossen. Aber das ist auch klar, denn es werden immer weniger Zigaretten verkauft, immer weniger Zeitungen und Zeitschriften, die werden durch die Online-Medien ersetzt. Briefmarken, Postkarten, Ansichtskarten, das ist alles nicht mehr aktuell. Die Monopolverwaltung hat aber eben auch einen sozialpolitischen Auftrag. Es ist ihr Ziel, die Zahl der Tabakfachgeschäfte stabil zu halten. Es soll eine gesunde Struktur von wirtschaftlich erfolgreichen Trafiken geben, die den Bedarf decken und wirkliche Fachgeschäfte sind. Ein weiterer Kritikpunkt des Rechnungshofs bezog sich auf den Jugendschutz. Trafikanten sind gesetzlich dazu verpflichtet, das Alter der Konsumenten zu überprüfen. Auch hier hat die Monopolverwaltung gehandelt und einen Schwerpunkt auf den Bereich des Jugendschutzes gesetzt. Um die Rechtslage abzusichern, wurden alle Verträge, auch die, die schon lang bestanden haben, erneuert und so die Möglichkeit der Prüfung festgeschrieben. Auch eine einheitliche Lösung in der Frage der finanziellen Ablösen bei Übernahme von Trafiken, was ebenfalls der Rechnungshof angesprochen hat, strebt die Monopolverwaltung gemeinsam mit den Trafikanten an. Insgesamt ist festzustellen, dass die Tabakmonopolverwaltungs GmbH die Empfehlungen des Rechnungshofes aufgenommen hat und sie umsetzt. Vielen Dank für den Bericht, Frau Präsidentin.